Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Wir wollen heute das Gigaset GX6, das Outdoor-Smartphone aus dem Haus Gigaset, mal erst einrichten. Wir nehmen euch mit auf die Reise durch die meist unliebsame Ersteinrichtung, bis wir das erste Mal auf dem Startbildschirm landen. Wir werden dabei ein paar Schritte überspringen, die nicht unbedingt zwingend erforderlich sind, damit das Ganze auch halbwegs schnell von der Bühne geht. Wir wünschen euch viel Erfolg bei eurer eigenen Ersteinrichtung und viel Spaß mit unserem Video. Ja, in diesem Video befassen wir uns mit der Ersteinrichtung vom Gigaset GX6. Das Gerät haben wir jetzt schon eingeschaltet, wie ihr seht. Wir haben den Akku eingelegt, der ja hier separat mitgeliefert wird. Falls ihr da nicht Bescheid wisst, wie das geht oder euch nicht rantraut, dazu haben wir schon ein separates Tutorial, das könnt ihr euch angucken. Und hier geht's dann los mit der Ersteinrichtung. Also wenn ihr das Gerät das erste Mal einschaltet, ihr drückt dazu ein bisschen länger auf die Ein-Ausschalt-Taste hier rechts, die untere. Und dann kommt einmal der Gigaset-Schriftzug, das Android-Logo und ihr landet hier bei der Sprachwahl. Und da geht's jetzt los. Das Ganze ist natürlich dadurch, dass es jetzt auf Werkseinstellungen steht, auf Englisch hier die erste Sprache, das ist immer so. Ihr könnt dann einfach hier an dieser Stelle wählen und dann scrollt ihr wahrscheinlich ja auch zu Deutsch und wählt das aus. Und dann sagt ihr noch, in welcher Region ihr lebt sozusagen. Ihr könnt ja einmal die Systemsprache wählen, aber ihr könnt ja in einem ganz anderen Land leben. Deswegen wählt man das ja separat voneinander. Also ich sage Deutsch und Deutschland, denn wir sind hier in Deutschland. Und dann werde ich auch schon in deutscher Sprache begrüßt. Hallo, und kann hier unten einen Notruf absetzen und noch Einstellungen für Sehbehinderte aufrufen. Da könnt ihr euch eben die Anzeige, die Schrift und alles Mögliche vergrößern. Es geht hier um Vorlesen und Talkback. Da will ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, weil ich davon ausgehe, dass es nur in Sonderfällen so ist, dass man hier den Bedarf hat. Im Normalfall, schätze ich, werdet ihr auch hier direkt auf Starten drücken und dann geht es los. Im ersten Step sollen wir eine Mobilfunkverbindung herstellen. Wenn du SIM-Karten hast, lege sie jetzt ein. Also, bei diesem Gerät ist es ja etwas besonders im Vergleich zu anderen Smartphones. Wir müssen ja den Akku rausnehmen. Deswegen, wir sparen uns das Ganze jetzt einmal. Wir werden das ganze Gerät ohne eingelegte SIM-Karte erst einrichten. Das tun wir dann in einem separaten Step, auch in einem separaten Tutorial zeigen wir euch, wie ihr hier eine SIM-Karte einlegt. Ihr habt ja hier die Möglichkeit, zwei einzulegen. Ich sage jetzt hier mal eben überspringen. Und dann werden wir jetzt hier zum Schritt weitergeleitet, wo wir uns mit einem WLAN verbinden können. Bei uns sieht es eben so aus, das sieht bei jedem wahrscheinlich anders aus, je nachdem, was ihr für WLAN-Netzwerke um euch herum findet. Bei uns sind es ein paar mehr, da wir im Bürogebäude sind. Das hier ist unseres und wenn ihr dann eures ausgewählt habt, müsst ihr eben einmal euer Passwort da eingeben. Das werde ich jetzt für unseren Fall tun. Vorab, ihr könnt hier auf diesen Haken klicken, dann wird euch das Passwort, das was ihr hier gleich eintippt, auch eben in Buchstaben angezeigt. Alternativ, wenn ihr den Haken weglasst, ist das Ganze eben verschlüsselt dargestellt, so dass ihr ja nachher nicht seht, was da steht. Dann könnt ihr aber immer noch einmal euch das hier anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Das ist einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme, damit wenn ihr zum Beispiel in Gesellschaft seid und euer Passwort da eingebt, dass das nicht immer sofort jeder ablesen kann oder abfotografieren kann. Also, ich gebe jetzt hier einmal unser Passwort ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mein Passwort jetzt eingegeben, klicke auf Verbinden und dann hoffe ich, dass das Ganze funktioniert. Jawohl, er geht schon gleich zum nächsten Schritt. Dein Smartphone wird vorbereitet. Wir sehen hier oben ja auch das WLAN-Symbol. Wir sind jetzt praktisch hier in unserem WLAN angemeldet. Ich hoffe, das hat bei euch auch so geklappt. Euer Passwort findet ihr ja gegebenenfalls unter eurem Router oder wo auch immer ihr das vielleicht mal niedergeschrieben habt, in irgendwelchen Papieren, Dokumenten von eurem Anbieter. Da müsst ihr dann mal auf die Suche gehen. Und dann kommen wir jetzt hier zum Punkt, wo wir Apps und Daten kopieren können. Das heißt, von einem alten Smartphone, was wir vielleicht vorher benutzt haben, oder von einem anderen Smartphone, wollen wir es mal neutraler ausdrücken, können wir jetzt unsere Daten kopieren, also übertragen, indem wir das Ganze dann per Kabel anschließen. Ganz gleich, ob ihr da ein iPhone von Apple habt oder ein Android-Smartphone, das funktioniert hier beides. Ihr klickt dann hier auf Weiter und dann sehen wir hier schon Kabel verbinden und du benötigst dein altes Android-Gerät oder iPhone, schalte es an und achte darauf, dass es entsperrt bleibt, genau. Also, wenn ihr eure Daten übertragen wollt, geht ihr den Schritt. Wir wollen in unserem Fall das Ganze als neues Gerät einrichten, deswegen sage ich hier an dieser Stelle nicht kopieren. Und dann wird das Ganze eben ohne Altlasten sozusagen erst eingerichtet. Und ja, jetzt sehen wir hier, Daten werden überprüft. Und kommen hier jetzt zur Anmeldung bei Google. Also, hier können wir uns jetzt mit unserem Google-Konto anmelden. Dazu gebt ihr eure E-Mail oder Telefonnummer da ein. Ich werde da jetzt einmal eben schnell unsere E-Mail reintippen. Und nachdem wir dann auf Weiter gedrückt haben, müssen wir uns auch hier ja, beim Google-Konto praktisch mit unserem Passwort das Ganze bestätigen. Deswegen gebe ich jetzt hier das Passwort noch ein.
Und auch hier habt ihr wieder die Möglichkeit, euch das Passwort dann anzeigen zu lassen, damit ihr das Ganze eben einmal, ja, vor euch habt. Aber achtet darauf, dass dann nicht gerade jemand euch über die Schulter guckt. Und dann klicken wir mal auf Weiter, hoffen, dass das jetzt geklappt hat. Jawohl, wir kommen hier zum nächsten Schritt, und zwar zu den Nutzungsbedingungen von Google und die Datenschutzerklärung, Nutzungsbedingungen von Google Play. Das können wir uns alles noch im Detail durchlesen. Wir können aber auch sagen, ich stimme zu. Denn alternativ haben wir nur die Möglichkeit, dieses Konto jetzt nicht hinzuzufügen. Deswegen bleibt uns ja im Prinzip gar nicht viel anderes übrig, als zuzustimmen. Das werde ich jetzt einmal drücken, ohne das alles gelesen zu haben. Ihr könnt das natürlich alles noch in Ruhe durchlesen. So, hier kommen wir zum Bereich Google-Dienste. Hier sehen wir dann, was mit unseren Daten so passiert. Wir haben hier den einen Punkt in Google Drive sichern. Wenn du deine Daten sicherst, kannst du sie jederzeit wiederherstellen. Auch auf einem anderen Gerät gesichert werden. Apps, App-Daten, die Anrufliste, Kontakte, Geräteeinstellungen, Passwörter und so weiter und so fort. Das ist also eine ganz praktische Einrichtung. Könnt ihr natürlich aktiv lassen. Ihr könnt die Schalter hier aber setzen, wie ihr wollt. Standort verwenden. Das ist eben für Apps, die den Standort natürlich brauchen, wichtig. Zum Beispiel, wenn ihr navigiert, ich sag mal immer erstmal hier, brauche ich erstmal nicht, Dankeschön, damit geht auch die WLAN-Suche erstmal aus. Und dann haben wir hier noch so einen Bereich, der ist immer abwählbar, Nutzungsdaten und Fehlerberichte senden, könnt ihr natürlich auch aktiv lassen, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, ansonsten schaltet ihr auch den ab. Und hier unten haben wir nur eine Information, Updates und Apps installieren, kann man noch was aufklappen und sich noch ein bisschen mehr durchlesen. Das heißt eben, dass automatisch Software-Updates und so weiter stattfinden. Da müsst ihr halt nur darauf aufpassen, dass das Ganze vielleicht nicht unbedingt über eure mobile Datenverbindung passiert, sondern im besten Falle schon übers WLAN. Man wird ja vorher informiert, wenn ein solches Software-Update oder wie auch immer da ist. Das kann man dann eben so steuern, dass es nicht automatisch dann nachts passiert, sondern vielleicht am Abend vorher noch, dass ihr auf jeden Fall da im WLAN-Netz seid, weil sonst geht das alles auf Kosten eures mobilen Datenvolumens. So, ich sage jetzt mal hier akzeptieren. Wie gesagt, stellt die Regler, wie es euch beliebt. Und dann geht es hier zum nächsten Schritt, wo wir uns eine Suchmaschine auswählen, und zwar die, die nachher auf unserem Startbildschirm prangt. Da haben wir jetzt verschiedene Suchmaschinen hier im Angebot, das sind so 10, 12 Stück. Wir entscheiden uns da mal für Google. Ihr habt bei jeder Suchmaschine eben noch die Möglichkeit, über den Dropdown-File euch so einen Satz dazu durchzulesen und könnt euch dann entscheiden, wenn ihr euch da nicht sicher seid, welche ihr nehmt. Wir sagen jetzt hier Google, lassen das so und weiter geht's. Und für zusätzliche Sicherheit eine PIN zum Entsperren des Geräts einrichten. Genau, PIN muss mindestens 4 Ziffern haben. Das kennt ihr bestimmt, eine Displaysperre. Wir geben da mal der Einfachheit halber einfach nur als Dummy hier 4x0 ein. Ihr solltet euch, wenn ihr das einrichtet, natürlich gleich am besten eine vernünftige PIN ausdenken. Also nicht 4x0, nicht 1, 2, 3, 4 und solche Geschichten. Das ist zu einfach. Das sind auch die Nummern, die jeder erstmal eintippt, wenn er versucht, an ein fremdes Gerät zu kommen. Deswegen denkt euch da eine vernünftige Zahlenkombination aus. Vielleicht hat sich ja auch schon eine bewährt, die ihr auch beim alten Smartphone hattet, dann könnt ihr die ja hier auch weiter nutzen. Und dann sagt man weiter, muss das Ganze einmal wiederholen zur Bestätigung, damit sichergegangen wird, dass man sich da nicht vertippt hat, denn sonst kriegt man sein Gerät eventuell irgendwann nicht mehr freigeschaltet. So, ich habe jetzt gesagt 4x0, weiter geht's. Dann haben wir hier den Punkt per Gesicht entsperren, das wollen wir mal überspringen, nein danke. Das ist jetzt auch alles nicht zwingend notwendig in der Ersteinrichtung, genauso mit dem Fingerabdruck. Dazu werden wir später nochmal ein Tutorial machen, aber ich sag mal erstmal nein danke. Hier sieht das erstmal so aus, als wenn man nicht nein sagen könnte. Wie gesehen, einmal hochscrollen, und wenn ihr da ganz unten angekommen seid, also ganz hochgescrollt habt, dann kommt auch hier der Menüpunkt nein danke. Da könnt ihr dann drauf drücken, wenn ihr das Ganze jetzt auch nicht machen wollt, sondern später. Mit Hey Google auf Assistant zugreifen, das ist ja der Sprachassistent, den wir hier nutzen können. Das ist natürlich eine ganz praktische Geschichte, Fragen stellen. Ihr seht auch hier, ihr müsst erstmal ganz runter scrollen, damit hier dieser Punkt überspringen überhaupt erst kommt. Ich sage jetzt hier erstmal, ich stimme zu. Sprachassistent ist ja eine ganz praktische Sache. Voice Match bei Hey Google aktivieren. Dein Assistent oder dein Assistant kann deine Stimme auf diesem Gerät auch mit zuvor aufgenommenen Clips deiner Stimme erkennen. Genau, das ist eben so, dass wenn ihr das Gerät ansprecht, dass es dann nur auf eure Stimme reagiert, also auf jeden Fall auch eine gute Sache. Ich stimme zu. Auf Assistant zugreifen, ohne dein Gerät zu entsperren. Ja gut, das sind jetzt noch so Feineinstellungen dafür. Ich sage auch mal hier, ich stimme zu. Und genau, dann kommen wir jetzt hier zum Punkt sonst noch etwas. Du kannst jetzt noch einige Funktionen einrichten oder die später in den Einstellungen nachholen. Ihr seht, ihr könnt dann hier noch direkt an dieser Stelle noch ein paar Einstellungen vornehmen. Ihr könnt jetzt auch nochmal die Schriftgröße ändern, wenn sie euch eventuell, wenn ihr erst gesagt habt, nee, passt so und merkt, es ist doch ein bisschen klein. Dann habt ihr hier die Möglichkeit. Ihr könnt auch hier den Hintergrund ändern. Finde ich ein bisschen witzig, diese Funktion, weil man ja den eigentlichen Hintergrund noch gar nicht gesehen hat. Soweit waren wir noch gar nicht. Und genau, Infos auf Sperrbildschirm festlegen. Ich sag mal nein, danke. Machen wir alles später.
Und jetzt geht's zum Bereich Systemaktualisierung. Wir haben hier die Datenschutzerklärung, DSE, Gigaset, jawohl, könnt ihr euch komplett durchlesen. Ihr seht aber, das Ganze ist relativ lang. Könnt ihr auch einfach sagen, ich habe Datenschutz gelesen, denn ansonsten können wir hier auch nicht akzeptieren und weiterklicken. Also wir müssen erstmal dieses Häkchen setzen und dann können wir sagen, weiter. So, um die Lebensdauer Ihres Smartphone-Akkus zu verlängern, wird die Ladegrenze bei 90% Akkukapazität voreingestellt. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, über die Akkueinstellung diesen Wert zu verändern oder die Ladegrenze abzuschalten. Die Ladegrenze wird automatisch nach Ablauf von 4 Wochen aktiviert, es sei denn, Sie widersprechen dem erneut. Das ist einfach dafür, das wissen die wenigsten, dass ein Akku, wenn er ganz vollgeladen ist oder wenn er unter 20% so ungefähr geht, das sind die Bereiche, in denen sich ein Akku, ich sage jetzt mal, unwohl fühlt, beziehungsweise die eben einfach nicht so gut tun. Und deswegen wird hier eben diese Geschichte vorab erwähnt, dass eure Ladegrenze bei 90% liegt. Natürlich könnt ihr euren Akku voller laden, aber das ist zum Beispiel, wenn ihr dieses optimierte Laden einschaltet, da könnt ihr dann ihm sagen, lade erstmal bis 90% und zum Beispiel kurz bevor ich aufstehe oder wie auch immer, sieh zu, dass du ihn dann eben bis 100% voll lädst, denn zu oft auf 100% geladen ist eben ja nicht so unbedingt gesund für so einen Akku. Ich akzeptiere die Ladebegrenzung zur Erhöhung der Akku-Lebensdauer. Das müsst ihr hier dann eben einmal akzeptieren oder wenn ihr sagt, nö, alles Quatsch will ich nicht, dann nehmt ihr den Haken einfach raus. Aber das ist schon eine ganz sinnvolle Geschichte. Da könnt ihr ruhig vertrauen und sagen weiter. Und jetzt kommen wir auf unserem Startbildschirm an. Endlich. Also, so sieht das Ganze aus, wenn wir die Ersteinrichtung durchlaufen haben. Wir können hier mal ein bisschen hin und her wischen. Wenn wir hier links rüber wischen, kommen wir zur Google-Suche. Wischen wir zurück, landen wir wieder auf dem Startbildschirm. Hier wird jetzt schon ein Update-Hinweis eingespielt. Das werden wir dann natürlich bald machen. Das Update herunterladen und installieren könnte dann unser nächstes Video werden. Und so sieht das Ganze eben aus. Hier habt ihr dann eure App-Übersicht. Hier oben könnt ihr euch euer Kontrollzentrum herunterrufen. Das kann man dann eben nochmal ausklappen. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, das Gerät auszuschalten oder direkt in die Einstellungen zu kommen. Das sind so die Shortcuts hier. Also, wir haben die Ersteinrichtung soweit hinter uns gebracht, erfolgreich. Wir haben jetzt keine SIM-Karte eingelegt. Das holen wir jetzt nach und machen das in einem der nächsten Tutorials, so dass wir dann eben auch mobil surfen können und telefonieren können. Ich hoffe, das war für euch eine Hilfe, die Ersteinrichtung beim Gigaset GX6, vielleicht als Leitfaden bei eurer eigenen Ersteinrichtung. Wie gesehen, ihr müsst nicht alle Schritte sofort machen. Ihr könnt auch solche Sachen wie Gesichtsabdruck und so einen Krempel eben auch später einrichten. Umso schneller kommt ihr dann eben auch durch die Ersteinrichtung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da. Abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.